So, also, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wir spielen Mario Odyssey Moon Hunt. Das ist eine von Skydorm entwickelte Mod, welche in jedem Königreich alle Monde einmal gelöscht hat und dann an neuen Orten so viele Monde versteckt hat, dass man quasi alle sammeln muss, um ins nächste Königreich zu kommen. Sollten wir ein paar Monde nicht finden, hat der Meister etwas sehr, sehr Krasses vorbereitet, und zwar das hier. Das ist tatsächlich eine extra für diese Challenge programmierte Webseite, wo wir zu jedem Mond einen Hinweis bekommen. Das heißt, wenn wir wirklich mal irgendwann 10 Minuten nichts mehr finden, ne, dann können wir uns hier quasi einfach so einen Hinweis holen. Ich freue mich krass darauf. Ich bin gespannt, wie asozial er sie versteckt hat. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Ja, und ich würde sagen, Freunde, rein in die Masse. Wie eine Tears of the Kingdom Chat-Spam-Attacke. Feuer frei. Ich weiß nicht, ich glaube, wir düsen erstmal hoch. Einfach mal, aber schaut mal hier, der Checkpoint ist auch schon da. Ja, hier, wir sind hier schon in einer anderen Stage der Map. Man kann hier schon mehr suchen. Bro! Alter, was ist mit diesen Fröschen hier los? Sie kommen! Sie kommen! Sie sind überall! Wenn ich Skydorm wäre, wo würde ich Monde verstecken? Also wie gesagt, manche sind asozial. Das ist zu krass, Bro. Das ist... Ich glaube, der sollte da nicht sein. Kann das sein? Ich glaube, der wurde vergessen rauszunehmen. Krasses Versteck. Oder er sollte da sein. Das hätte... Imagine so ein Mastermind-Play. Er versteckt es an einem Ort, wo wir denken, da ist es nicht. Achso, der einzige Mod, den ich vergessen habe. Okay. Ich dachte, es wäre so ein Mastermind. So nach dem Motto, dass wir sowieso nicht da suchen, wo die normalen Monde sind. Na, und dann hat er doch einen dahin gepackt. Versteht ihr, was ich meine? So doppelt um die Ecke gedacht. Warte mal. Im Auge? Ah, nee, das... Warte mal. Verdammt. Das Auge sah so... Das Auge sah irgendwie sehr skurril aus. Ich check mal hier ab. Ich kann mir vorstellen, dass hier in der Sub-Area vielleicht irgendwo einer ist. Also ich muss sagen, auch wenn die Sub-Area nicht groß ist, wenn ich so ein Mondverstecker wäre, ich würde es hier tun. Ja, ich... Auf den Zielen wäre jetzt auch meine Idee. Das Ding ist, ich will die ganzen Steine nicht kaputt machen. Skydorm, bitte mal... Ja! Da oben, oder? Oder? Let's go! Mond Nummer 4. Nice. Okay, das fühlt sich übel rewarding an. So, ja, dann würde ich aber sagen, machen wir hier gleich weiter, ne? Sub-Areas sind sehr, sehr sus. Warte mal, ist da unten einer? Oh, boy! Let's go! Mond Nummer 3. Yes! Warte mal. Wenn ich Mondersteller wäre, ich würde aber so safe einen Mond auf diese Rippen packen. Shit. Okay, wir checken das ab. Aber ich glaube, die vierte Rippe war es, ne? Warte mal. Ja, ich sehe ihn! Jawollo, ich sehe ihn! Let's go! Geil. Richtig, richtig gut, Mann. Immer hinter dem Spawn abchecken. Immer. Jetzt gucken wir erstmal. Sehen wir hier irgendwo was? Da unten in der 2D-Area? Nein, vielleicht ganz oben in der 2D-Area. Sieht auch nicht so aus. Okay. Ich glaube, dann düse ich die 2D-Area jetzt erstmal durch. Ich muss hier immer so... Am Anfang war, glaube ich, einer. Bro, jetzt bin ich extra wegen dir runtergelaufen. Pass auf. Am Anfang war einer. Da war einer am Anfang? Echt jetzt? Unter dem... Hä? Ich hab doch unter den Lift geguckt. Oder bin ich jetzt echt dumm? LOL! Ich hab sogar extra da runter geguckt und ich hab den nicht gesehen, weil der so nah an der Wand... Chat, Alter, ihr seid fucking Sherlocks. Let's go! Ich hab extra da runter geguckt. Yo! So, Freunde. Wo ist jetzt der Letzte? Kann ich das hier kaputt machen? Ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass das... Oh ne, ich komme in die Steine nicht ran. Boah, ich hoffe einfach so sehr, dass es nicht in irgendeinem Stein drin ist, ne? Da hätte ich so null Bock drauf. Komm, wir machen es jetzt mal. Ich will jetzt auch diese Webseite ausprobieren. Die interessiert mich. Ich will jetzt diese Webseite ausprobieren. Passt auf, Freunde. So, Mond... Alter, wie cool das aussieht. Mond 1. Zack. Tipp Nummer... Bro, das ist so cool gemacht. So, Tipp 1. Alles klar. In der Oberwelt. Was ist das für eine weirde Markierung? Okay, alles klar. Die Form, ja. Ein Kreis wäre auch zu leicht gewesen, ne? Ach, UI! Ah! Bro, das habe ich nicht geschnallt. Okay, ja, I see. Okay. So, okay. Dann gehe ich jetzt mal den Bereich hinten überprüfen. Da, wo wir jetzt gerade hier alles kaputt gemacht haben. Das ist ja dieser Bereich hier. So, da leuchtet was. Das können wir gleich mal überprüfen. Ich glaube zwar, das sind nur Münzen, aber wir können es mal überprüfen. So, ist das ein Mond? Let's go! Ja, das ist einer! Freunde.
Wir haben das Kaskadenland geschafft. Let's flip and go. Okay, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir mit Jaxi vielleicht irgendwelche Kakteen kaputt machen müssen oder so. Kann ich mir vorstellen. So, ich schaue mir ganz genau die Stadt an. Also, es muss ein Mond in der Stadt sein. Ich schaue mir erstmal alles... Aha! Ich wollte es doch gerade sagen. Let's go, Freunde. Im Casino. Ich kann mir auch vorstellen, dass im Casino einer ist. Ja. Ja, I knew it. Warte mal, man kriegt Jaxi hier oben nicht? Er hat Jaxi entfernt. Warte mal, da drüben ist einer. Das sieht sehr verdächtig aus. Der ist Vanilla? Echt? Oh, aber Freunde, ich habe hier einen gefunden. Da, wo der Samen normalerweise ist. Yeah! Let's flip and go. Was passiert hier, wenn ich hier hinterlaufe? Oh, das ist ja jetzt ein bisschen ärgerlich. Oh mein Gott, ich lebe noch. Okay, ich kann da nur begrenzt hinterlaufen, ne? Ja, da ist einer. Oh mein Gott. Let's flip and go. Ey, das ist so sick, ne? Das ist so sick. Oh shit, Freunde, da habe ich was. Let's go. Yes. Dann gehen wir in die Pyramide, oder? Oh boy. Aua. Da war ein Mond? Bro, you serious? Hier war ein Mond? Am Eingang? Okay, ihr habt eindeutig was gesehen. LOL! Oh mein fucking Gott! Holy shit, ey. Oh mein Gott! Crazy! Crazy! Da kommt man nicht rein. Wieso? Wieso komme ich da nicht rein? Junge, wie ehrenlos ist das denn? Achso, man kommt von der anderen Seite rein. Ah. Wow! Oh, nee! Hä, taking the notes in the wall? Skydome? Ich glaube, ich habe da was entdeckt. Ich glaube nicht, dass der gilt. Ich glaube, der war gewollt. Aber da war keine Zahl. Nee, was jetzt? Doch, der war gewollt, ist die Nummer 16. Wunderbar, Freunde. Wir haben es wieder eingefunden. Ja, dann düsen wir hoch, ne? Wenn man schon hier ist, ist man eigentlich verpflichtet, mindestens einmal da hochzugehen. So, schauen wir mal, ob hier was platziert wurde. Nice! Nice. Okay, hier ist hier irgendwas. Komme ich hier aufs Dach hoch? Nee, okay, da ist nichts. What? Danke, Digga. Korrekt. Was war das? Das war ein bewusster Troll von dir. Betrug. Haupteingang der Pyramide, das stimmt. Da kann ich auch noch gucken. Oh mein fucking Gott. Freunde, ich überprüfe immer brav den Eingang. Let's go! Okay, wir haben ohne Tipps schon mal mehr als die Hälfte gefunden. Das finde ich schon mal sehr schön. Was fliegt denn da? Bro. Ah! Hallo? Warte mal. Bro. Alter, ist dieser Mond asozial. Keine Chance, dass... Ah doch, man sieht sogar wirklich ein bisschen, ne? Bro. Okay. 10 von 16, Freunde. Okay, Freunde. 4 war der nächste, ne? 4. Totenkopf einfach. Okay, da oben in der Ecke, aber keine Sub-Area. Alles klar, das kann eigentlich auch... Bro, das ist... Ne, wenn man jetzt so Hinweise kriegt, dann wirkt das natürlich alles gar nicht mehr so krass schwer. Aber jetzt gucken wir erstmal. So, mein Bauchgefühl sagt mir, der ist irgendwo bei diesem Gebäude. Wie sieht denn das aus, wenn ich hier diese Hügel kaputt mache? Kann der hier drin sein? Okay. Da hätte ich nicht nachgeguckt. Okay. Warte, da... Ich muss in die Jaxi-Sub-Area. Hä, aber wie komme ich da rein? Ja, mit Jaxi, aber wo ist Jaxi? Hier ist no Jaxi. Ich meine, ich... Lol, da ist Boden. Okay. Verstanden. Hier auf der... Ja, da. Oh, ja, okay. Der Mond ist... Den hätten wir gefunden, wenn ich gewusst hätte, dass man die Jaxi-Sub-Area kann. Das war ein bisschen fies. Warte mal, doch, da drin. Doch. Oh mein Gott. Das ist die 10. Das ist die 10. What? Wie haben wir das nicht gesehen? Wie haben wir das? Bro, das ist so offensichtlich. Wie haben wir das nicht gesehen? Wir sind einfach people blind. Jojo, wenn ich bis 5 Uhr streame... What? Okay. Okay, das war ja... Schwierig. Boah, Skydome, da hast du aber mal ein heftiges Mondversteck dir rausgesucht. Holy shit, du, den hat wirklich niemand gesehen. Och nee, hier könnte überall was in diesen Säulen drin sein. Hier könnte überall was sein, wenn man diese Säulen runterfahren lässt. Ah, oh, Bro.
Ehre, dass es eine der ersten Säulen gemacht hat. Hier, warte mal, das sieht sehr verdächtig aus. Ja, ich wollte doch gerade sagen, der Steinhaufen hier sieht sehr verdächtig aus. Let's go. Uff, Alter. Da hochzukommen ist aber auch schwer, ne? Alter, das ist halt, ich war noch nie da oben, to be honest. Ich war noch nie da oben. Ich war legit noch nie hier. Bro, okay. Krass. Hätte ich nicht gefunden. Wusste ich nicht, dass man hier hoch kann. Wusste ich nicht. Hätte ich nie im Leben gefunden. Okay. Bei irgendeinem Loch. Das ist aber Indoor wahrscheinlich, ne? Weil Mario hüpft. Indoor bei irgendeiner Wasseröffnung. Ich glaube, dass es das hier ist. Oh mein Gott! An der Wand! Nee, hätte ich auch nicht. Nee, keine Chance. Auf gar keinen Fall hätte ich das gefunden. Nie im Leben wäre ich da drauf gekommen. Skydom, kannst du mir den Gefallen tun und mir sagen, wie viele Monde in den Deep Roots sind? Dass ich wenigstens weiß, wann ich die Deep Roots abgeschlossen habe. Zwei sind in den Deep Roots. Okay. Also, wir schauen mal da hoch. Aber da ist schon mal auch kein Mond, ne? Ich meine, das würden wir ja sehen. Da, ja, 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 ja. Ich hab's gesehen. Yes. Cooles Versteck. Nicht sehr schwer, aber cool. Ich meine, ich kann mir halt auch vorstellen, dass der vielleicht irgendwo ist, wo man irgendwie, ich weiß nicht, hochwandsprungen muss oder so. Ich meine, das ist der Rollfelsen. Aber ja, wie gesagt, es ist, kann jetzt kaputt machen, aber der wird wahrscheinlich nicht rauskommen. So, es ist ja ein Vanillamond. So, warum sollte da jetzt ein Mond sein? Skydom, ich glaube, der zählt nicht, ne? Den nehme ich mal nicht mit. Wie da oben? Nee, leider auch nicht. Mann, die Brutes. Keine Ahnung, wo das sein soll. Wirklich, keinen Schimmer. So, Mond Nummer 2. Bei irgendeinem, das ist der Baum am Anfang beim Dino. Aber wo soll denn da was sein? Das müsste relativ safe hier, müsste hier so sein, weil hier war der nämlich. Oh, oh mein fucking Gott. Bro, da guckst du nicht, weil du kommst da auch nicht mal. Dude! Yo, was? Altes, Bro, ist das asozial? Wow, 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 wow. Oh, Nebel, ne? Auch Nebel ist echt immer wieder ein Fest. Wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Hier rüber? Über die Röhre? Ah, okay, okay. Ha! Yes! Okay, also ich werde hier in die 2D-Area gehen. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier was ist. Doch. Tatsächlich schon. Tatsächlich schon. Let's go. Nice! Ich kann mit auch... Warte mal. Man kommt, glaube ich, da hinten hoch. Ich glaube, man kommt hier hoch. Man kann hier stehen, glaube ich. Yes! Nice! So, hier war Sefis versteckt, ne? Ja! Let's go. Der dreht sich nicht mal. Das sieht cursed aus. Ah, oh, ich sehe ihn. Ja. Jetzt ist das eingetreten, was ich schon die ganze Zeit vermutet habe. Let's go! Also hier kann halt viel sein, ne? Auch hier irgendwie an der Außenstelle, ne? Dass hier außen irgendwo einer ist. Hm. Da unten. Wusste ich's doch, dass hier einer ist. Ich hätte hier auch einen versteckt. Yes. Oh, shit. Aber irgendwie sieht das jetzt echt nicht so aus, als ob hier... Also ich check dann nochmal den Geheimraum ab. Aber außer dem Geheimraum ist jetzt hier irgendwie noch nicht so viel los, ne? Ich höre einen. Ja, er hat einen an die Decke platziert. Ich bin einfach in seinem Schädel drin. Geil! Boah, wo kann der denn... Warte mal, kann ich auf den Turm? Ich kann mir vorstellen, vielleicht da hinten unten, dass ich von dem Turm dann da irgendwie runterspringen muss oder so. Nein, da ist er! LOL! So einfach? Oh, wow. Wie konnte ich den übersehen? Oh, ich sehe den ersten schon. Ich sehe ihn schon, Freunde. So, ich meine, hier kann natürlich irgendwo ein Mond drin sein, ne? Ja, ah, ich sehe auch den Mond schon. Ich sehe ihn schon. Ich wollte doch gerade sagen. Yeah. Aha, Freunde, hinter dem Zelt. Hinter dem Zelt, let's go. Aha, ich wusste doch, dass hier was ist.
Ey, Freunde. Aber ich meine, das verlorene Land ist jetzt auch nicht zu krass, ne? Ich höre hier aber einen Mond hier drin. Wo ist der? Also ich höre hier einen Mond, aber ich weiß nicht, wo er ist. Also wenn hier einer ist, ist es asozial. Ich habe es wirklich... Oder warte mal, in so einer Säule kannst du noch... Oh nee, sag nicht, sag nicht, sag nicht. Es muss doch eigentlich so sein, oder? Ja. Es ist so offensichtlich. Es ist so offensichtlich. Es ist so offensichtlich. Bro, das war so billig. Wie konnte ich da nicht drauf kommen? Dieser Mond war nicht gut genug versteckt, dass ich so lange dafür brauche. Ich schäme mich dafür. Die 7 noch. Was? No fucking way. Die sind beide hier drin? No fucking way. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Mond. Und los. Und dann... Oh, what? Als ob ich schon der erste Mond ist. Als ob ich schon der erste... Please, please. Let's flip and go! So, meine absolute Hassgegend. Also mit einer der schlimmsten Gegenden im Gesamt-Odyssey. Aber wir gucken mal, ob wir hier was finden, Freunde. Jawollo! Freunde! Da habe ich doch was gefunden. Let's go! Schauen wir mal, leuchtet da hinten was? Nee, wir gucken mal hier oben. Ah, doch! Oh, ich hab's gesehen! Oh, oha, oha, oha! Der kann fies sein. Ich habe es aber gesehen, weil die Kisten eine Millisekunde später geladen haben. Ja, Meister. Ja. Geh mal zurück. Da, wo die Purples sind. Da? Was mal? Ach, da unten? Ah, da. Ich weiß, was du meinst. Hier, ne? Oh! Oh! Bro, Alter! Du Superbrain! Oh my fucking God! Oh, hier muss ich auch krass aufpassen, ne? Hier kann überall auch wieder unter den Plattformen. Kann wieder der Mond versteckt sein. Wozu aktiviere ich das eigentlich? Ich glaube, das lässt den Mond erscheinen, oder? Ich weiß gar nicht, was macht denn das? Ach nee, hä, warte mal. Aha, ich wusste es! Ich wusste es! Ja, der Weg erscheint da normalerweise. Let's go! Aber dann hätte er den Mond nicht verstecken können, wenn der Weg nicht da gewesen wäre. Schön in... Aha! Let's go! Noch einer! Jawollo! Die 13! So, warte mal. Hier ist doch safe einer drin. Hier ist doch 100%. Ah, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Also ich habe einen gesehen. Das ist eigentlich nicht der, den ich dachte. Asozial. So, dann gehen wir da drüben rein. Oh, hier kann ich mir auch vorstellen, auf einer Kugelwilli-Kanone oder so würde sich anbieten. Würde ich zumindest einen verstecken. Na, auf so einer Plattform, wo eine Kugelwilli-Kanone ist. Oder da oben drauf kann ich mir auch vorstellen. Okay, bei einer Kugelwilli-Kanone nicht. Oben drauf aber auch nicht. Laber doch nicht. Als ob jetzt in der Sub-Area kein Mond ist. Doch, da hinten. Ich hab ihn gesehen. Oh, nice. Nice. Let's go. Lol. What? Hier ist eine Mondröhre? Was ist das für eine Sub-Area? Oh mein Gott. Die habe ich circa komplett vergessen, dass die existiert. Aha. Let's go. 18. Boah, 16 von 20 gefunden. Ah, da fällt mir direkt was ein. Okay, aber wenn hier einer ist, das wäre unfair. Das wäre unfair. Wenn hier... Imagine, du läufst da hinten lang und läufst nicht in den Mond rein. Warte mal, irgendjemand sagte, in dem Baum ist was. Von welchem Baum hat der geredet? Irgendeiner sagte, in dem Baum ist doch einer. Hat einer in den Chat geschrieben. Aha, okay. In dem Bereich. Auf dem Dach irgendwo. Doch, in dem Baum, Digga. Was? Hier. Ich war da drin. Ich war in diesem Baum. Nee, hier ist nichts. Digga, ich dreh hohl. Doch, der ist da. Nee, hä? Nee, den habe ich schon. What? Nee, der gilt bei mir schon als eingesammelt. Aber ich bin... Deswegen hat der nicht geleuchtet und man hat den nicht gehört. Ja, das ist natürlich ein bisschen unfair. Okay. Ja, da scheint, glaube ich, technisch irgendwas nicht funktioniert zu haben. Yes, hier ist einer. Let's go. So, aber das war sogar die 1, Freunde. Wir haben sogar... Ah, let's go! Es läuft schon wieder! So,
So, okay, hier ist nichts mehr, alles klar. Safe ein übersehen? Ich glaube nicht. Es gibt nur 10 Monde hier. Es gibt 10 Monde und enorm viele Sub-Areas. Dann sind, glaube ich, ich glaube nicht, dass es passieren wird, dass 2 Monde in derselben Sub-Area sind. Dafür ist das Land zu groß. Holzplattform hat geleuchtet. Oder was? In der Sub-Area? Bro, was ist denn eine Holzplattform? Oh, damn, ihr habt recht. Ihr habt recht. Oh mein Gott. Und ich sag noch, es gibt nicht 2 Monde in derselben Sub-Area. Holy shit, ey. Da oben, da oben, da. Okay, okay, ich hab's gesehen, Freunde. Ich bin Profi. Ich hab's gespottet. Ich bin Harry. Ah! Ich wollte sagen, ich bin Harry's Spotter. Yes. Let's go. Ich weiß, da komme ich nicht hoch, aber wir müssen es mal kurz überprüfen. Ob da was ist? Nein, da ist nichts. Da drin. Ja, ja, oder? Ich sehe es doch schimmern. Och, Bro, muss ich jetzt echt so eine Wolke holen? Yes. Da unten, da unten, da unten. Yes. Oh, ich dachte, dass er vielleicht da oben was hingemacht hat. Das hätte sich irgendwie angeboten. Obwohl, warte mal, da leuchtet was. Hat da schon immer was geleuchtet? Yes! Ah, geil! 2 Monde noch, Freunde. 2 Monde noch. Da ist... Da leuchtet doch was, oder? Seht ihr das auch? Seht ihr das? Da leuchtet... Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Alter! Holy shit, ey! Freunde, einer noch. Einer noch. Wow. Es ist einfach eine Ecke, die wir nicht überprüft haben. Wow. Das ist Disrespect. Das fühlt sich sehr disrespecting an. What? Das ist einer? Oh mein Gott. Freunde, jeder Mond, den ich finde, ist ein Segen. Aha. Aha. Da ist die 8. Sehr gut. Da ist aber nichts, ne? Nee. Hier unten irgendwo im Wasser? Ich meine, das ist so eine riesen Area, in der nichts ist. Oh mein Gott. Gott, diese Münzen habe ich auch noch nie gesehen. Aber hier sind kein Monde. Hier ist kein Mond. Ach, come on. Da ist doch einer. Da ist doch einer. Yeah. Secret Moon Nummer 11. Warum hast du 11 Monde versteckt? Hä? Da Fuck platziert und vergessen. Er ist... Und da ist... Also ist es so schwer, den wieder rauszunehmen? Aber ey, ich will mich nicht beklagen. Ich will mich nicht beklagen. Sobald ich 10 Monde habe, bin ich hier raus. Okay. Kevin, welche Monde haben mir gefehlt? Ich mache jetzt die Tipp-Website auf. 3, 4, 5, 6, 10. Okay. Okay, irgendwo auf der Oberwelt. Auf der anderen Seite auf der Oberwelt. Okay, Sub-Area. Was? In der im Boden? Welche waren das? Nochmal da drüben auf der Oberwelt. Und in der Sub-Area. Was? In der Sub-Area da unten? Da war ich doch. Also, in der Sub-Area hier ist ein Mond. Also, wir haben die doch wirklich ordentlich angeguckt. Ich meine, ich weiß halt auch nicht, wann hier unten die Todeszone kommt, ne? Ja, die kommt direkt sehr schnell. Hinter dir am Anfang. Ach, zurückfliegen, meint ihr? Bro! Wow! Wow! Okay, strong. Geil versteckt. Muss man sagen. Oh, Stachis sind die nervigsten Gegner. Weil du einfach nichts gegen sie tun kannst in diesem Spiel. Ja, da unten wahrscheinlich, ne? Muss ja. Hä? Als ob. Du hast den Mond Vanilla gelassen. Das Küstenland ist und bleibt die größte Scheiße überhaupt. Wahrscheinlich ist es hier unten, oder? Ja. War der nicht auch Vanilla? Okay, alles gut. Raus hier. Einfach nur raus. Einfach nur raus hier. Lunchen habe ich aber Bock. Lunchen habe ich Bock. Es ist groß, aber es ist übersichtlich so. Du kannst so Stück für Stück alles abarbeiten. Du kommst schnell von A nach B. Da ist er auch schon. Mond Nummer 1. Freunde, das ist... Da bin ich dabei. Lunchen habe ich richtig Bock. So, da. Hat da was geleuchtet? Ich habe geguckt, aber es sah nicht aus, als ob da was geleuchtet hätte. Hier hinten, ne? Yes! Let's flip and go! Oh, Freunde. Da oben, da oben, da oben. Komme ich da eigentlich direkt hoch oder muss ich da über die Gabeln gehen? Oh, knapp. Knapp, knapp, knapp. Also man kommt da auf jeden Fall mit einem Sprung hoch, das weiß ich. Oh mein Gott, aber die hast du frisch platziert, oder? Ich glaub, die Gabeln hast du frisch platziert. Skydarm. So. Ich meine, also es könnte theoretisch in jedem Marshmallow oder was auch immer da drin
blubbelt, könnte ein Mond drin sein. Ich spare mir das mal und wenn wir dann, wenn dann der Tipp sagt, ja, was weiß ich, in einem dieser Marshmallows, so, dann sagen wir, alles klar, da haben wir jetzt einfach bewusst drauf verzichtet. Aber ich habe jetzt keinen Bock da, alles kaputt zu machen. Da sehe ich mich nicht. Aha, let's go. So, mal wieder der Test. In. Ja! Oh mein Gott! Das Versteck wurde endlich mal verwendet! Ich dreh hohl. Aha! Let's go. Yes! Oh, da drüben. Oh, da drüben. Das wird sich anbieten. Da drüben auf der Säule. Da schießt man normalerweise einen Feuerball hin, um deine Fackel anzuzünden. Bro, nicht? What? Aber da unten. Okay. Warte mal, dann bringe ich mich, glaube ich, um. Ja, ich glaube, ich komme eh nicht mehr Leben zurück. Oder? Easy. Aha. Aha. Let's go. Ich kann mir vorstellen, dass man halt einfach irgendwo random in der Luft einen platziert. Würde sich auch irgendwie anbieten. Da, doch. Ja, 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 ja. Yes. 9. Boah, nur noch 4 fehlen uns. Ey, für Schlemmerland ist das, glaube ich, sehr in Ordnung. So, was geht hier ab? Yo, ich werde jetzt mal nicht die Marshmallows überprüfen, ne? Weil das wäre ja ein bisschen asozial. Ja, Bruder, gute Annahme. Da liegst du absolut richtig. Ich bin Skydorm. Der nächste Mond im Marshmallow. Ich werde das nicht weiter kommentieren. Wo ist hier... Da unten... Oh, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Komme ich da ohne... Komme ich... Da, oha. Alter, ich wusste nicht mal, dass es da was ist. Ah, das sind sogar lila Münzen. Ja, krasser Scheiß. Ja, krasser Scheiß. Oh, boy. Bowserland ist nach Küstenland mein least favorite Land. Stimmt, wir brauchen gar keine Monde. Lol. Warte mal, was? Ach so, nee, stopp. Das Mond-Requirement wird erst gezeigt, wenn man den Boss gemacht hat. Wie viele Monde brauche ich hier? 5, oder? 8. Ach, du Scheiße. Okay, okay, okay. Ah, Mond! Hallo? Bird! Ach nee, warte mal. Kann ich den Bird auch wieder spawnen lassen wie den Schmetterling? Ja! Warte mal, ich höre hier noch einen. Hier ist noch... What? Reed. Da unten ist einer. Da unten ist einer. Yeah. Ich glaube 30 oder so. Irgendwie so um den Dreh. Jawollo! Tja. Endlich, endlich mal wieder was gefunden. Holy shit. Komm schon. Ah. LOL. Okay, not bad. Da ist er. Da sehe ich was leuchten. Hier in der Mitte. Yes. We did it. Oh, so, aber Mondland kommt noch. Aber ich hoffe, das wird entspannter. So, okay. Ein Mond ist irgendwo hier. Okay, ich habe ihn schon. Oder? Ist er das? Yes, sehr schön. Vielleicht, doch, da ist er. Ist der nicht Vanilla da? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, ne? Der kommt mir so Vanilla vor. Hoffentlich nicht in der 2D-Area. Oh boy. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Okay. Ja, da oben ist er. Okay. Nein, noch nicht. Okay, okay. Okay. 3 von 5, Freunde. Boah, ey, meine Hände schwitzen so sehr. Holy shit, ey. Und jetzt noch 2 in der Mondhöhle. Mond? Nein? Doch, unten ist einer. Unten ist einer. Ich habe nur noch ein Leben. Oh, bumsen. Oh, nee, please, no. Okay, okay. Ein Mond noch! Da oben auf die Säulen komme ich nicht drauf. Oh mein Gott! Wie komme ich da hoch? Freunde, ich habe den letzten gefunden. Aber legit, wie komme ich da hoch? Was ein Finale! Okay, ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. We did it! Freunde, während dem Autofahren am Handy sein, ganz schlecht, immer Augen auf die Straße. Die Frage ist aber, habt ihr schon dieses wunderbare Video gesehen, wo ich ein neues Mario Odyssey Königreich gespielt habe? Habt ihr? Habt ihr?